A-B-Test. Split-Test auf Amazon. Macht es Sinn, sowas zu machen? Was ist das überhaupt? Das erkläre ich dir nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema Amazon FBA. Und heute geht es darum, wie du Split-Test oder A-B-Test machst, damit du tatsächlich deine Verkäufe steigern kannst. Und wie funktioniert das Ganze? Es gibt dafür Plattformen. Diese Plattformen kosten ganz viel Geld und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das eigentlich kostenlos machst. Ja? Vielleicht hast du mich in irgendwelche Kampagnen gesehen oder Werbung, vielleicht hast du Werbung von mir gesehen, deswegen bist du jetzt auf meinem YouTube-Kanal. Und tatsächlich ist das so, dass wir einfach, wenn wir Werbeanzeigen machen, dass wir auch zum Beispiel schauen, welche Werbung oder welche Videos konvertieren. Auf Amazon gibt es zwei Faktoren, die eine große Rolle, sage ich mal, spielen, ob die Werbung funktioniert oder nicht. Und das ist erstmal das Galeriebild. Ja, das heißt, das ist das Galeriebild. Galeriebild. Und weshalb ist das Galeriebild sehr wichtig? Das musst du verstehen. Das erkläre ich dir einfach anhand von einem Beispiel. Ja, das heißt, du suchst jetzt gerade nach einer Bauchtasche. Du suchst jetzt nach einer Bauchtasche und da musst du dir vorstellen, dass du einfach verschiedene Fotos hast. Du bekommst jetzt diese Anzeigen hier, ganz, ganz viele Produkte auf dem Bildschirm und dann musst du einfach dich entscheiden, wo du klickst. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland und jeder tickt ein bisschen anders. Ja, das heißt, jetzt müssen wir einfach folgende Situation überlegen. Nicht jeder hat den gleichen Geschmack. Und wie können wir wissen, welchen Geschmack der Kunde haben? Welchen Stift möchte der Kunde haben? Möchte er jetzt die Schriftart in Schwarz haben oder möchte er tatsächlich die Schriftart in Rot haben? Und das ist eigentlich, was wir hier dadurch erhöhen, indem wir einfach die Bilder verbessern, ist unsere Click-Through-Rate. Ja? Das heißt, das ist die Click-Through-Rate. Das Wort musst du merken. Das heißt, wie oft wird unser Produkt angeklickt. Und wie können wir so einen Test kostenlos führen, wenn wir keine Influencer haben? Das heißt, wir sind kein Influencer auf Instagram, wir haben keine Follower, wir sind kein YouTuber oder wie auch immer. Wie können wir überhaupt so einen Test kostenlos machen? Und dafür habe ich eine geile App für dich. Ich schaue einfach, ob ich dir hier das im Video da einblenden kann. Die nennt sich Fever. Ich zeige, das ist, also so sieht diese Seite aus, Fever, ja, im Endeffekt schreibe ich dir das Logo, die ist leider nur erhältlich im App Store von Amazon.de, das heißt, wenn du aus Österreich oder aus der Schweiz kommst, ist sie leider nicht erhältlich, das ist die Domain Fever oder die App, das ist eine App und im Endeffekt, was kannst du da machen? Du kannst da zum Beispiel jetzt den Stift in Rot oder in Blau hochladen. Und da kannst du die Leute einfach abstimmen lassen. Ja, das heißt, so einfach war das noch nie, dass man einfach direkte Ergebnisse bekommt, was den Leuten gewinnt. Und ich kann mich daran erinnern, früher habe ich tatsächlich einfach manche Produkte für nicht verkaufbar gehalten, habe manchmal einfach Fotos aus China zum Büro gesendet, habe die Mädels einfach und die Jungs abstimmen lassen. Und da habe ich tatsächlich einfach dann auf ihr Geschmack gehört. Und erstaunlicherweise sind diese Produkte sehr, sehr gut angekommen. Ja? Das heißt, nicht das, was mir gefällt, gefällt im Endeffekt den Kunden. Das musst du verstehen. Das heißt, überleg einfach, versetz dich einfach in die Lage von den Kunden. Welche Produkte würden die Kunden kaufen? Und das kannst du bei Fever machen. Ja? Das heißt, du kannst jetzt eine Umfrage machen. Zum Beispiel sagst du den Stift in Rot oder Schwarz und dann können die Leute abstimmen, was für den besser ist. Und da ist ein Nachteil, du kannst ja nur zwei Fotos nehmen, das ist okay. Dann kannst du dir einfach nochmal, das heißt, du hast einfach zwei Bilder genommen, dann kannst du einfach schauen, okay, weil die zwei habe ich jetzt sortiert, das Bild ist besser, da kannst du noch ein Bild nehmen. Ja, das heißt, das kannst du mehrmals wiederholen, bis du einfach das beste oder perfekteste Bild gefunden hast. Genau sieht das auch aus mit dem Titel. Ja? Das heißt, den Titel kannst du auch abstimmen lassen, was den Leuten besser als Titel gefällt. Natürlich musst du beachten bei Amazon, dass du auch die wichtigen Keywords in deinem Titel platzierst, dass du gefunden wirst. Aber durch diese App hast du die Möglichkeit, tatsächlich kostenlos so eine Umfrage zu machen. Es gibt dafür ganz, ganz viele Tools, die kostenpflichtig sind. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist das hier zu nutzen, weil es kostenlos ist, kostet dich ja nicht, schnell einen Account eingerichtet und die Leute sehen deine Ergebnisse. Das ist ein Nachteil, aber im Endeffekt ist das egal. Das ist eine kostenlose Möglichkeit, sozusagen
diese Umfragen zu machen. Und weshalb ist das noch wichtig? Ja, weshalb ist das wichtig, einfach sowas zu messen? Ja, wir haben das zum Beispiel einfach gemacht, weil viele einfach nicht verstehen, wie wichtig das Thema ist. Wir haben einfach bei vielen, mittlerweile habe ich über 1400 Klienten halt im Bereich Coaching, und dann wissen wir ganz genau, wir testen einfach sowas und haben tatsächlich gemerkt, dass es bis zu 40% Umsatzsteigerung bei einem einzelnen Produkt gibt, wenn man das richtige Bild aussucht. Ja, denn das Bild, das ist ja die Anzeige im Endeffekt. Ja, das heißt, du bist in der Stadt und die Leute sehen deine Anzeige nicht oder die nehmen dich nicht wahr, dann wirst du einfach nicht angeklickt, und wenn du nicht angeklickt wirst, kannst du später nicht verkaufen. Das musst du verstehen, und das kannst du auf jeden Fall nutzen. Hör nicht nur auf deinen Bauch, sondern schau auch, was die Kunden sagen. Schreib mir einfach gerne deine Kommentare, wenn du diese App mal getestet hast, deine Erfahrung, ob das bei dir was gebracht hat. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel einen Kunden gehabt, der hat ja ein Geschenkset verpackt in Tüte. Er hat das Bild einfach laut den Amazon AGBs hochgeladen und das hat alles ausgepackt gehabt. Ja? Und dann im Endeffekt, was ist da passiert? Die Leute haben einfach sowas abstimmen lassen und die Leute haben gesagt, dass diese Produkte in der schönen Verpackung eher hochwertiger auswirken, als sie ausgepackt sind. Ja, das heißt, dann hat er das Bild ausgetauscht und da hat man tatsächlich nach einer Woche gemerkt, dass die Umsätze fast um 40% gestiegen, alleine bei einem einzigen Produkt. Ja, das heißt, die Umsätze sind bei einem einzigen Produkt um 40% gestiegen, dadurch, dass er die Bilder so ausgetauscht hat. Und wie gesagt, das kannst du ja testen, das Galeriebild einfach auszutauschen, schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert, lernen by doing. Ja? Hör nicht auf die ganzen Leute, die dir sagen, mach das so und so und so, sondern du musst ja selbst testen. Du hast ja dafür ein Gefühl langsam entwickelt, aber trotzdem schadet das definitiv nicht. Wenn du weitere Themen erfahren möchtest, wie du auf Amazon erfolgreich verkaufen kannst, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren. Schreib mir gerne auch deine Fragen hier unter diesem Video. Und teste mal das Ganze und gib mir dein Feedback. Bis dahin.